Hallo liebe Cannabis-Freunde, heute gebe ich euch mal drei Tipps, was mir geholfen hat damals beim Grow, was auch Anfänger und Profis helfen wird, einen erfolgreichen Grow zu haben. Ich will jetzt auch nicht mehr lange quatschen, wir gehen jetzt ins Video rein und ich zeige euch die drei Tipps, die euch weiterhelfen werden. Mein erster Tipp für euch Grower, wende Trainingstechniken an. Das hat mir sehr viel geholfen, gerade am Anfang meiner Grower-Karriere. Ein Tipp, den ich euch geben kann, ist, wenn ihr mit wenig Pflanzen arbeitet, also wenn ihr eine Pflanze nur habt, wendet das Scrogging-Verfahren an. Scrogging bedeutet, für die, die nicht wissen, was Scrogging ist, ihr habt eine Pflanze, ihr habt ein Stütznetz und diese Pflanze wächst im Prinzip in dieses Stütznetz rein. Ihr müsst natürlich mehr vegetative Phase geben. Wenn ihr den Punkt erreicht habt, dass ihr das Netz berührt, fangt ihr an, die Pflanze im Prinzip in das Netz reinzubinden. Das ist ein Scrogging-Verfahren und es hilft euch sehr bei wenig Pflanzen. Das Lollipopping ist auch eine Technik, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das wenden wir hier bei GrowMotion sehr, sehr viel an. Lollipopping, was ist Lollipopping? Das Wort Lollipopping erinnert einen Lutscher und genau das ist auch das, was wir da machen. Wir nehmen der Pflanze alle Blätter, die im unteren Bereich sind, weg, weil diese Blätter nehmen der Pflanze eigentlich nur die Energie und wir haben dann am Ende Popcorn da unten. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen nehmen wir alles weg und lassen im Prinzip nur die Spitzen der Pflanze. Mein Tipp an euch ist, lässt auf jeden Fall sieben Triebe nach oben ungefähr und alles andere, was von diesem Bereich hier, das sind ungefähr 20 bis 30 cm, alles was da drunter ist, macht ihr weg. Ich würde immer von unten nach oben arbeiten, damit ihr auch nicht zu viel wegnehmen müsst oder könnt, wie auch immer. Es ist nämlich auch so ein bisschen Erfahrung, man muss sich erstmal rantasten, deswegen sage ich an euch, immer von unten nach oben arbeiten. Das ist eine Light Defloration, nennt man das auch. Und am Ende sieht das aus wie ein Lutscher. Oben sind die Buds und unten ist nichts mehr. Die dritte Technik, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist das, was wir auch hier bei GrowMotion machen. Es ist das Topping. Das Topping bedeutet, den Haupttrieb abzuschneiden. Durch dieses Abschneiden des Kopfes der Pflanze zwingen wir die Hormone in die Seitentriebe. Die Seitentriebe werden dann alle gleichmäßig groß und diese Pflanze wird sehr uniform und buschig. In so Systemen, wie wir hier haben, ist es sehr, sehr wichtig, damit wir keine zu hohe Pflanzen kriegen. Und deswegen machen wir Topping. Das kann ich euch zu Hause auch empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel in einem Zelt arbeitet, ist es manchmal schwierig, die Höhe zu kontrollieren. Vor allem, wenn man noch mit alten Lichttechniken arbeitet, wie die HPS-Lampen, die sehr warm werden, ist es sehr, sehr von Vorteil, einfach die Pflanze nicht so groß werden zu lassen, um eine Distanz zu gewährleisten von mindestens 50 cm zum Kopf der Pflanze. Bei LED ist es letztendlich auch so ähnlich, denn LED werden auch zu einem gewissen Teil warm und ein LED kann ja auch einen Lichtstress bringen. Deswegen ist dieses Topping ein sehr, sehr interessantes Verfahren, um die Pflanze zu kontrollieren. Ich empfehle jedem, mit Klone zu arbeiten. Das ist Tipp Nummer 2 für mich. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, an Klone zu kommen, müsst ihr euch eine Mutterpflanze erstmal züchten. Wie geht das? Ihr besorgt euch am besten, das ist die einfachste Möglichkeit, eine feminisierte Same. Es gibt diverse Samenbanken auf der Welt. Besorgt euch eine Genetik, die euch auch zuspricht. Diese Same müsst ihr zum Keimen bringen und eine Mutterpflanze machen. Anschließend könnt ihr daraus Klone schneiden. Für die, die das jetzt nicht verstanden haben oder denen das zu kompliziert ist, ihr könnt natürlich auch mit Samen arbeiten. Dafür macht ihr denselben Weg. Ihr kauft euch feminisierte Samen, lässt die keimen und steckt die im Prinzip dann in die Erde und lasst die Pflanze wachsen. Der Nachteil ist von Samen ganz einfach, Samen werden nicht immer alle gleichmäßig, die Pflanzen. Ja? Beim Klon ist der Vorteil einfach, dass die Pflanzen relativ gleich sind, weil die sind eine Kopie von der Mutterpflanze. Deswegen ist mein Tipp 2, auf jeden Fall mit Klone zu arbeiten. Es gibt noch die Möglichkeit, mit Automatic-Pflanzen zu arbeiten. Der Vorteil von regulären und von feminisierten Samen gegenüber einer Automatic ist einmal der Ertrag. Die Pflanzen, die Automatic sind, die werden leider nicht so groß. Und der Nachteil ist auch, sie sind sehr stressanfällig. Das bedeutet, diese Pflanzen, wenn man die zum Beispiel beschneiden würde, würden die eher negativ reagieren. Und damit das nicht passiert, rate ich eigentlich, mit feminisierten Samen zu arbeiten oder halt, wie ich vorher gesagt habe, Klone. Mein dritter Tipp ist natürlich die Hydroponik. Was ist Hydroponik, wird sich der eine oder andere fragen. Hydroponik ist eigentlich anders wie bei Erde oder Coco, wobei Coco auch wiederum so ein Hydroponik-System ist. Hydroponik ist einfach, es ist nicht Erde, es hat keine Nährstoffe drin
und es muss sehr, sehr gezielt auch auf den pH-Wert geachtet werden. Da wie auf Erde zum Beispiel, es ist viel einfacher, man hat einen Puffer, es ist mit dem pH-Wert viel einfacher zu regulieren. Man kann auch den pH-Wert mal ein bisschen vernachlässigen auf Erde, was bei Hydrokulturen gar nicht der Fall ist. Jetzt komme ich mal zu dem Vorteil, eine Hydrokultur kann einfach definitiv viel schneller in die Blüte geschickt werden, weil dieser Wurzelwachstum in dem hydroponischen Medium einfach die perfekten Bedingungen hat. Was sind die perfekten Bedingungen? Die perfekten Bedingungen ist das Zusammenspiel zwischen Sauerstoff, Nährstoffe und vor allem das Klima. So, wenn die Pflanze sehr viel Sauerstoff in der Wurzelzone hat und dementsprechend schnell die Nährstoffe aufnehmen kann, ist der Wachstum viel schneller und die Pflanze braucht deutlich weniger vegetative Phase. Vegetative Phase ist im Prinzip die Phase, wo die Pflanze wächst und damit ist man auch schneller fertig mit seiner Ernte. Da viele Anfänger unter euch hier bestimmt jetzt Video gucken, also was ist nochmal Hydroponik? Ihr müsst es euch so vorstellen, ihr habt zum Beispiel einen Samen oder eine Pflanze, einen Klon. Und der wird anstatt in die Erde, nicht in die Erde gesteckt, sondern in einen Rockwall-Block. Was ist Rockwall-Block? Das ist ein Steinwall-Block. Oder zum Beispiel ein hydroponisches Medium ist auch Kokos. Das ist eigentlich das Medium, was man nach der Erde erstmal verwendet, um Erfahrung zu sammeln im Bereich Hydro. Und dann gibt es noch fortgeschrittene Systeme wie die aeroponischen NFT-Systeme. Die sind schon was für Fortgeschrittene. Wobei ich immer sagen muss, wenn man von Anfang an mit hydroponischen Systemen lernt, das heißt, wenn man pH und EC im Griff hat, dafür braucht man Messgeräte. Wenn man diese Messgeräte im Griff hat, kann man meiner Meinung nach sogar auf Hydroponik schneller lernen, eure Kultur richtig anzubauen. Deswegen mein Tipp an euch, auch wenn ihr Anfänger seid, fangt mit Hydroponik an. Dort ist es viel einfacher, die Wurzelzonen zu kontrollieren, weil wenn man auf Erde mal jetzt die Sache so betrachtet, keiner weiß genau, wie der EC im Boden ist, wie der pH-Wert ist. Mit euren Messgeräten könnt ihr jederzeit den Drain messen von euren hydroponischen Medien und wisst ganz genau, was mit eurer Pflanze los ist. Deswegen lernt das auf jeden Fall von Anfang an und ihr werdet auf jeden Fall super Erträge haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr einen zweiten Teil sehen möchtet, lasst mir einen Kommentar hier unten da. Vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, liebe Pflanzenfreunde.